Mitte Februar hat Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen ein sogenanntes Demokratiefördergesetz in der Öffentlichkeit präsentiert. Und es gab einen riesen Aufschrei, denn viele haben gesagt, das ist nichts anderes als die Alimentierung von linken Gruppen, und zwar gesetzlich abgesichert. Nun hat der wissenschaftliche Dienst des Bundestages das außerdem noch bestätigt. Ich werde hier die wichtigsten Passagen aus einem Bericht der Bild-Zeitung vorlesen. Da haben Sie das, das ist, wenn Sie das selber nachlesen wollen. Experten zerlegen umstrittenes Ampelprojekt. Und zwar, die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages kritisieren in einem aktuellen Bericht, die Ampelregierung dürfte das Gesetz, gemeint ist natürlich das Demokratiefördergesetz von Frau Lisa Paus, nicht einbringen. Sie ist dafür nicht zuständig. Und die wichtigsten Gründe sind die Sorge, es könnten nur solche Projekte gefördert werden, die zu der politischen Haltung der jeweiligen Regierung passen, eine Meinungsvielfalt damit untergraben werden. Und das ist offensichtlich, denn das geschieht ja schon. Es gibt ja schon eine gewisse Förderung, eine finanzielle Förderung von Gruppen, und das sind natürlich meistens linke Gruppen. Ja, das heißt, es ist ganz klar, damit würde sich die Bundesregierung ihre eigene Zivilgesellschaft aufbauen mit finanziellen Zuschüssen, sozusagen ihren eigenen vorpolitischen Raum kreieren, der nichts anderes wäre als eine Echokammer der Position der jeweiligen Bundesregierung. Das ist genau das, was Sie zurzeit sehen mit diesen Linksdemos gegen rechts. Das sind ja nichts anderes als die Position der Ampelregierung. Und diese Linksdemos gegen rechts richten sich eben nicht nur gegen Rechtsradikalismus, sondern sie richten sich gegen alles, was eben nicht links ist. Das wird immer deutlicher und erfreulicherweise sehen das immer mehr Leute. Aber was wollte die Ampelregierung? Die wollte eben tatsächlich das sozusagen gesetzlich absichern und finanziell absichern, damit sich das Ganze bis in alle Ewigkeit fortsetzt. Und dann hätten sozusagen diese ganzen linken Gruppen, die müssen sich nicht mehr um Spenden, um Fundraising kümmern, die würden Geld von der Regierung bekommen, um Agitation gegen rechts, das heißt gegen alles, was nicht links ist, bekommen. Also das ist einfach ein idealer Zustand. Ja. Die kriegen dann Steuergelder, ja, und können machen damit, was sie will, ihre ganze Agitation damit betreiben. Das ist etwas, was schon ziemlich lange eigentlich die Linken wollen. Und bis jetzt war die CDU noch klug genug, um zu sagen, nein, das kann man nicht machen, denn es ist offensichtlich, dass dann diese ganzen linken Leute eben damit für Ewigkeiten alimentiert werden. Aber trotzdem bekommen sie schon Geld, aber das sollte jetzt sicherer gemacht werden und die sollten dann Plansicherheit haben und so weiter. Aber es gibt einen weiteren Grund, und zwar streite ich auch, ist es überhaupt Aufgabe des Bundes, zivilgesellschaftliche Organisationen zu fördern? Ja, also, und es ist, die Antwort ist natürlich nein, logischerweise. Und nein sagen jetzt die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages. In ihrem Bericht kritisieren die Experten, dass der Bund keine Kompetenz habe, das Gesetz einzubringen. Und jetzt kann man sich fragen, ja, können wir jetzt uns entspannen, können wir aufatmen, ist ja alles erledigt? Und das Problem ist, die Antwort ist nein. Wir können uns nicht entspannen und wir können auch nicht aufatmen. Und zwar aus einem ganz anderen Grund. Als Lisa Paus diese Geschichte vorgebracht hat, war offensichtlich, was da gemeint war, und zwar eine Alimentierung von diesen ganzen linken Gruppen, um eben gegen alles zu agitieren, was nicht rechts ist. Und das hat, was nicht links ist, Entschuldigung. Und das haben auch die Leute in den Social Media, also Twitter, Facebook, YouTube etc., auch sofort kapiert und es gab sofort eine Welle der Kritik und der Entrüstung. Es war offensichtlich, wogegen dieses Gesetz gerichtet war. Ja, ich meine, schon allein die Tatsache, dass es von Frau Lisa Paus kommt. Ja, also Lisa Paus hat eine ganze Reihe von solchen Vorhaben in petto. Also zum Beispiel, sie will ja auch gegen die ganzen Gegenschlagberatungen, also die ganzen Gebetsaktionen zum Beispiel von Lebensrechtlern, die will sie ja auch irgendwie verbannen und so. Also diese Dame hat ganz klar ein Problem eigentlich mit der Freiheit und mit den Grundrechten. So. Okay, und dann nochmal zur Ausgangsfrage. Können wir aufatmen? Nein, wir können das nicht. Denn zunächst mal war die Reaktion in den Social Media enorm. Und die haben protestiert und so weiter. Dann haben tatsächlich eine ganze Reihe von konservativen Medien oder konservativen Journalisten, sagen wir ja, zum Beispiel die Welt oder die Neue Zürcher Zeitung etc., gesagt, also das ist doch unmöglich, das ist doch völlig grotesk, was man da vorhat. Das heißt, danach kam eine recht
ja, bescheidene Kritik eigentlich von den Medien, aber die war doch sehr markant, ja. Also zum Beispiel Martenstein, meine ich, in der Welt am Sonntag etc. Aber zum Beispiel schon Medien wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die haben sich äußerst zurückhaltend dazu geäußert. Also die ganze Kritik, die dann entstand, ja, in diesen konservativen Medien, die haben sie gar nicht richtig aufgegriffen. Die haben sich gar nicht so richtig getraut, eigentlich dazu. Erstaunlicherweise hat die Zeit einen Bericht, einen sehr langen Artikel gebracht von einer ganzen Seite, wo sie gesagt haben, das Ganze ist doch unmöglich. Das Ganze wurde immer, dieses Gesetz von Frau Lisa Paus wurde zusammen behandelt, eigentlich auch mit den ganzen Maßnahmen gegen Rechtsextremismus von der Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Das sind, sie sagen, die beiden Projekte, die sozusagen in dieselbe Richtung gehen. Ja, und damals hatte ja auch Nancy Faeser gesagt, ja, wer den Staat verhöhnt, der würde es mit einem starken Staat zu tun haben und so weiter und so fort. Das heißt, es gab eine relativ starke Kritik, ja, aber sie hätte viel stärker sein müssen, ja. Und das Problem ist folgendes: Hier merkt man ganz klar, dass das Misstrauen in den Menschen gegenüber dieser Ampelregierung, insbesondere gegen Leuten wie Frau Lisa Paus oder Frau Nancy Faeser, massiv ist. Das heißt, die Leute spüren, dass diese beiden Damen Probleme haben mit den Grundrechten und mit der Freiheit und mit der Meinungsfreiheit und mit der Versammlungsfreiheit in Deutschland. Das heißt, es muss erst richtig opponiert werden. Es muss richtig auf den Tisch gehauen werden in den Social Media, damit das dann endlich einige Medien dann auch übernehmen. Und dann kommt dann sozusagen der Staat, also jetzt dieser wissenschaftliche Dienst des Bundestages, und dann wird gesagt, nee, das geht nicht. Das heißt, so ein Gesetz war offensichtlich falsch, ja, und die ganzen Menschen, ja, die normalen Bürger dieses Landes, die haben das sofort kapiert, ja. Das heißt, Sie wissen, diese Leute, die da im Staat sitzen, in der Bundesregierung, im Bundeskabinett, die haben ein Defizit im Verständnis der Grundrechte. Ja, und deshalb können wir nicht aufatmen, solange diese Leute da sitzen. Denn natürlich wird jetzt Lisa Paus wahrscheinlich das Gesetz irgendwie versuchen zu ändern, und damit dann irgendwann mal dieser wissenschaftliche Dienst dann doch sagt, okay, naja, so kann man das vielleicht akzeptieren. Und dann tatsächlich muss man fairerweise sagen, es gab eine ganze Reihe von FDP-Lern, die opponiert haben. Das heißt, bei denen scheint immer noch Freiheit und Grundrechte immer noch eine gewisse Bedeutung zu spielen, und die haben dann sofort gemerkt, nee, das geht nicht. Ja, okay, aber irgendwann mal sind die vielleicht auch müde und sagen, okay, wir können ja nicht immer nur Nein sagen, ja, in dieser Ampelkoalition. Wir sind ja sowieso schon so eine Art Vetopartei in dieser Dreierkoalition, und irgendwann mal sagen sie, okay, gut, ja, das Gesetz ist doch nicht so schlimm. Und dass das Ganze wirklich uns an den Kragen gehen kann, ja, weil diese Leute eben so drauf sind. Sie haben ein Defizit, sie haben ein falsches Verständnis der Grundrechte. Sehen Sie zum Beispiel an solchen Meldungen, ja, ich hab das noch nicht kommentiert, wahrscheinlich werde ich das so tun. Und zwar sehen Sie mal hier: Exempel statuieren. Bundesnetzagentur will hart gegen X und Temo vorgehen. Das ist eigentlich so, wie diese Leute da in der Ampelregierung ticken. Ja, die haben ein Problem mit Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Ja, und zwar warum? Weil sie plötzlich eine unglaubliche Opposition sehen gegen ihre eigenen Ideen in der Social Media, was ja früher nicht war. Solange es nur ARD gab, ZDF, eben, ja, diese ganze Blätterwald, ja, also Zeitungen, ja, die waren immer relativ freundlich zur Regierung, ja. Selbst Leute wie die FAZ und so, die haben selten richtig auf den Tisch gehauen. Plötzlich ist das anders, und da entsteht eine richtige Opposition. Und damit kommen sie nicht klar, und dann werden sie eben autoritär. Das ist, was wir sehen. Wir sehen hier einen immer größeren Hang zu einem linken Autoritarismus. Ja, die wollen das auch gesetzlich verankern, ja, mit diesem Demokratiefördergesetz, mit diesen ganzen Maßnahmen von Frau Nancy Faeser gegen Rechtsradikalismus. Das ist wirklich unglaublich, die ganzen Finanzströme und so weiter überwachen und so weiter und so fort. Und dann eben in solchen Geschichten hier Exempel statuieren gegen X ist, also Twitter, ja, ist eigentlich da, wo am meisten eigentlich noch so eine gewisse Meinungsfreiheit ist und wo sich am ehesten schnell, sehr schnell
schnell Meinungsströmungen bilden. Also es ist wahrscheinlich das schnellste Medium. Vielleicht gibt es andere, die noch schneller sind. Aber sagen wir so, von den größeren ist es sicherlich Twitter. Ja, viel schneller als zum Beispiel Facebook. Und es ist klar, dass sie dagegen davor gehen wollen. Weil da entstehen Meinungen und Meinungsströmungen insbesondere, die sich gegen die Ampelregierung richten. Und das wollen die einfach ja, niederknüppeln. So einfach ist das. Das Ganze ist wirklich ein Skandal. Und wir können eben nicht aufatmen, solange diese Leute in dieser Regierung sind. Leute, die nicht kapieren, dass es Grundrechte gibt. Die haben ein defizitäres Verständnis des Grundgesetzes.